Na, tolle. Ich hatte noch eine Frage. Ein Bruder hat mich darauf hingewiesen, also wenn man jetzt zum Beispiel im Echt-Eckhaf ist, jetzt in einer Moschee, und in einer anderen Moschee findet zum Beispiel ein Unterricht statt. Darf man den mitverfolgen und dahin gehen in die andere Moschee? Also ist dann der Ertikaf auch, oder? Darf man, wenn Ertikaf, wenn man als Mu'takif gilt, als einer, der sich zurückgezogen hat in der Moschee, zu einer anderen Moschee gehen, um dort Unterrichte zu hören? Nein, man darf das nicht machen. Wenn man herausgeht aus der Moschee, nicht für einen notwendigen Grund, ist der Ertikaf ungültig. Der Ertikaf wird ungültig, wenn man eine Frau in der Zeit anfasst, wo man Ertikaf macht, das heißt die letzten 10 Tage. Und der Ertikaf wird ungültig, wenn man einfach so ohne Grund aus dieser Moschee herausgeht. Man sagt, der Gesandte sallallahu alaihi wasallam ist doch rausgegangen und er hat doch Safiya radiallahu anha, seine Ehefrau, nach Hause begleitet. Ist das ein wichtiger Grund, ja oder nein? Ja. Natürlich. Das heißt, wenn der Mu'takif jetzt zum Beispiel kein Essen vorfindet in der Moschee, dann darf er rausgehen. Wenn der Mu'takif in der Moschee nicht duschen kann, wir haben auch hier sehr kaltes Wasser, das Sahaba-Wasser ist berüchtigt, man hat Angst, dass man stirbt, wenn man dieses kalte Wasser an seinen Körper heranlässt, dann kann man auch rausgehen und zu duschen. Das sind notwendige Sachen. Aber nicht jetzt, um sich Kinderschokolade zu holen. Ich habe jetzt gerade Lust, Kinderschokolade zu essen. Hättest du vorher dran denken sollen und die eine Tasche mit Kinderschokolade mitbringen. Na, daher ist das der Unterschied, wallahu ta'ala.